Verdammt! Das waren sicher wieder diese Südländer. Bestimmt wegen ein paar Münzen erschlagen. Sehr unterhaltsam. Doch, da sind die gemeine Mörder. Bleib weg von mir. Und Teufel zu allen, die er besucht. Der Mörder ist hier. Okay, da ist er. Daran will ich nicht teilhaben. Weg, weg, weg. Mio Dio. Bis dieser Kelch an uns vorübergegangen ist. Worum es auch ein Assassine wurde innerhalb unserer Mauern gesichtet. Vertraut den Waffen und zögert nicht. Er muss gestoppt werden. Was ihm ich auch verbrochen habe, ich bereue es. Vorsicht vor den berüchtigten Assassinen. Sein Blutdurst stürzt uns alle ins Elend. Er muss aufgehalten werden. Wo? Das wollte ich nicht. Wieso habe ich eigentlich auch? Wenn er gleich wieder vorbeikommt, dann werde ich ihn töten. Und es wird vermutet, dass sich ein gemeiner Verbrecher in unserer Gemeinde aufhält. Vergesst die Märchen über Ehre und Romantik. Der gemeine Mörder bringt nur Tod und Teufel. Bitte. Tödliche Eleganz. Doch. Miserie, bitte. Tötet mich nicht. Verrammelt eure Türen, bis dieser Kelch vorübergegangen ist. Komm hoch. So, der Letzte. Wenn seitdem jetzt scheitert, ne? So, ich kletter hier hoch und dann werde ich den so killen. Zumindest denke ich so, dass ich das machen werde. Der kann gleich hier hin. Boah, erstmal der Nase kratzen, ne? Schlimm sowas. Spannend, spannend. Aber ich muss es ja schaffen, also. Komm, komm, komm. Komm, mein Freund. Ich warte für dich. I wait for you. I will wait for you. Boah, endlich, Alter. Ich konnte einfach nicht mehr warten, ne? Und dann ist er doch nicht gekommen. Ey, chill. Nach all den Dienstjahren und zahllosen Tölpeln wie dir geht. Erstmal eine Truhe hier opfern. So. Gucken wir weiter. So. So, es müssen noch zwei sein. Die werde ich jetzt einfach alle machen. So, jetzt sind wir auch hier. Das ist, Hey, lass dich nicht erwischen! Nee, mach ich nicht. So. Was hat Lorenzo diesmal für uns? Wieder irgendwas über die Borgia? Oder irgendwas über wen auch immer? Camping verboten. Unsere Feinde sammeln sich in Lagern auf dem Land. Tötet ihre Anführer, ohne sie werden die Söldner fliehen und das Gas größtmöglich Chaos aus anzurichten. Solltet ihr die Aufgabe möglichst schnell erlegen. Oh, Zeitdruck, kann ich gar nicht gut mitarbeiten. Oh, warte. Vielleicht, vielleicht den am nächsten. Der hier. Hoch hier.
Mich überlebst du nicht lange. Ich will nicht sterben. Denk zweimal nach. Bitte tut es nicht. Was du dann bereust. Nein, ich bin gehör gar nicht dazu. Ich habe ich habe einen animiert, das zählt. Okay, gut. Super, ich habe Bekanntheit fast komplett voll. Vielleicht doch ein Pferd mitnehmen sollen. Naja, ich habe jetzt wieder den Bug auf dem Radar. Das ist mir jetzt gerade völlig egal. Ein Pferd. Komm hoch. Oh, komm, schnell. Gut, damit ist jetzt Schluss. Ja. Ganz ehrlich schon, irgendwie ein bisschen. Ey, würdet ihr mir helfen? Danke. Zwei Minuten 30 Zeit. What the fuck? Ja, die sind jetzt ein bisschen weit entfernt, aber ist mir ja auch egal jetzt. Ich muss jetzt schaffen, so schnell wie möglich die 300 Meter oder 350 Meter, wie auch immer, jetzt überqueren. Ja, das ist mir jetzt egal, ob die verloren ist oder nicht. Aber es klappt ja ganz gut. Okay, durchlaufen. Wir kriegen dich doch. Yo, ich hab's geschafft. Wow. Okay, komm. Wenn du so spielen willst, dann wird so gespielt, mein Freund. Hä? Ich hab auch ein schweres Teil, ne? Ja, ich habe wieder einen kurvigen Bug. Muss jetzt auf jeden Fall mal jetzt so eine Amtsperson wäre doch ganz gar nicht schlecht. Und Steckbrief wäre jetzt nicht schlecht. Aber ich hab's geschafft. Eine Amtsperson, ist die vielleicht in der Nähe gerade irgendwie? Ja. Vielleicht sollte ich erstmal meine Bekanntheit ein wenig. Naja. Ein wenig, naja. Reduzieren. In gewisser Weise. Ne? Oh, hier ist eine Amtsperson, das ist sehr gut. Ah, jetzt kann ich hier nicht rüber. Schade. Mann! Ich kann nirgendwo hoch.
Egal, finde ich noch einen Schatz. Ich suche jetzt gerade den Eingang. Das könnte wahrscheinlich schwieriger werden als das letzte Auftragsattentat. Gibt es eigentlich nicht so eine geheime Tür oder so, die man treten kann? Komische Erscheinung. Dass ihr euren Augen nicht traut. Schaut nur her. Ich verspreche euch, ihr werdet zufrieden sein. Runter! Ich sehe ihn! Lava! Halt die Fresse, halt die Fresse. Ich kenne den. Gar nicht da. So, mit hätten wir das eigentlich auch geschafft. Und jetzt kommt das letzte, denke ich. Da, Merda! Auf ihn! Mann. Ich hab doch gar keine Bekanntheit mehr. Oder haben die nur so getan, als ich keine Bekanntheit mehr. Dabei habe ich komplett voll alles scheiße Bekanntheit. Junge, ich hab keinen Bock auf dich und deswegen hältst du bitte die Fresse, ja. So, ist doch länger geworden, als ich eigentlich gedacht hätte. Ah, naja. Das passiert halt schon mal. Gerechtigkeit. Da. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all meine Erfahrungen an meine Hochbeine. Was? So. Auf geht's, letztes Attentats. Attentats. Mission. Okay. Showtime! Eine der Schurken, welche die Konditori anheuerten, die Florence angriffen, wurden gefunden. Damit geht jeden Tag in der toskanischen Landschaft spazieren. Liegt ihm bei den Ruinen des römischen Amphitheaters ein Hinterhalt. Okay. Das Ziel lokalisieren. Wow, ich wäre gerade fast gegen die. Komm mal mit hier. Nach euch. Lock die mal weg, bitte. Die entkommt mir nicht! Wartet, bis ich euch in die Finger bekomme! So kommt ihr mir nicht davon! Wuh! Geschafft! Los, jetzt! Wartet auf den Fehler, alles klar. Habe ich nicht das Ziel getötet jetzt? Okay. Komm, schlag doch zu. Komm, schlag doch zu, ich verpasse, ich kassiere gerne irgendwelche Schwerthiebe. Schlafe sanftmütig. So, was das? Ja, das war's, ne? Guck mal in der DNA hin.
Attentate. Alle gemacht. Alle Attentate gemacht. Das ist, cool. Und ich denke mal, zum Abschluss machen wir jetzt noch den einen Kurierauftrag. Einfach so. Ich guck mal gerade, wie lange wir aufnehmen. 36 Minuten, daraus kann ich, ja, mache ich noch kurz den Kurierauftrag. Mhm. Ja. Dann dürften das auch zwei Parts gewesen sein. Oder ich mache es als einen. Hm, weiß nicht. Bin mir da noch zu unsicher. Aber ich denke, ich werde es nicht als ein Part lassen. Da ist eine Feder. Ich habe zwar gesagt, ich sammle nicht die Federn, weil die Federn scheiße sind aus dem Brotherhood. Da sind es nämlich nur 10. Das ist knapp gewesen. Habt ihr das gesehen? Hey, bist du vom Affen gebissen? Nee. Ja. Im nächsten Akt des Pornos, ne? Zum Abschluss machen wir noch die Kuriermission. Bitte liefert das rechtzeitig ab und ich bezahle euch großzügig. Ja. Eilpost liefert diese drei Briefe an die jeweiligen Zielorte. Ja. Ich will eigentlich nur, was ist das kürzeste Ziel? Ich will die Briefe nicht lesen. Ich will die nur abgeben. Sie auch noch außerhalb der Stadt sind, ist das nochmal eine schöne Laufarbeit. Ich dachte, die wären jetzt innerhalb der Stadt. Meine 200 Meter noch. Ja, Michelangelo. Vielleicht werde ich die gleich mal alle lesen. Könnte interessant sein. Einfach nur so Spaß. Spaßeshalber. Ich wäre es doch klüger gewesen, ein Pferd zu nehmen. Vielleicht ist er ja ein Pferd und dann nehme ich das. Ja, das ist sehr toll von dir. Ist kein fucking Pferd, scheiße. Ja, ich glaube, ich werde es nicht schaffen und deswegen werde ich gleich dann noch das abbrechen. Das ist mir doch zu doof, weil die Kurieraufträge sind einfach scheiße. Sind auch langweilig. Keine Ahnung. Ist halt sehr langweilig und deswegen werde ich die, denke ich, gleich abbrechen. Ja, super. Da. Das könnte wirklich sehr knapp werden. Aber es könnte machbar sein. Seriously, es könnte machbar sein. Nee. 10 Sekunden mehr und dann. 10 Sekunden mehr und ich hätte es geschafft, ganz ehrlich. Okay, einen Versuch gebe ich noch.
Als wäre, suche ich mir direkt Pferd. Felice notte. Ja, Vorsicht bitte, mein Herr, ist klar, ne? Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Ja, irgendwo in meinem Zimmer, das nicht aufgeräumt ist und fährt. Los, lauf, 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 lauf. Mach deinen Dienst, mach deinen Dienst. Ja, das wäre vielleicht taktisch klug. Das wäre wirklich taktisch klug. Oder klüger gewesen. Ja, bitte. Kann ich gehen? Danke. Vor allem so geil, dass Ezio halt seinen Legolas-Move macht. Wer Herr der Ringe kennt, kennt sicherlich Legolas. Und da kennt ihr bestimmt auch in Teil 2, nämlich bei, wo die auf dem Weg zu Helms Klamm sind und diese, wie heißt die Scheißhalle? Diese komischen Wölfe da angreifen. Ja, Ezios, da macht Legolas auch so einen komischen Move. Und, Legolas macht den coolen Move, um aufs Pferd zu steigen. So einen richtig fetten Move, ey. Ezio macht den irgendwie auch immer. Aber naja. Ja, chill mal dein Leben, Alter. Ich bin ja gleich da. Ich bin ja wirklich gleich da. Ich denke mal, das werde ich schaffen. Ich laufe jetzt einfach immer weiter geradeaus oder reite immer weiter geradeaus. Denke mal, das ist jetzt auch. Also ich denke mal, ich werde jetzt hier gleich den Part beenden. Dann sind es zwei Parts. Dann werde ich auf jeden Fall noch ein bis zwei Parts machen. Weil ich denke mal, dass die Glyphen sind ein wichtiger Bestandteil darin. Ah, grazie. Bitte. So. So, hätten wir das auch geschafft. Speich mal kurz. Genau. Und, ich bin zu jung zum Sterben. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt schon 44 Minuten aufgenommen. Das sind 2 bis 3 Parts. Schön wieder rumgemacht an komischen Auftragsattentaten und einem Rennen. Super. Sind mehr Rennen geworden, als ich eigentlich gedacht hätte. Und deswegen, ist ja auch egal. Wie gesagt. Also jedenfalls bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir haben 25.000 in der Truhe in der Villa. Super, geil. Also bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch oder eine Bewertung generell. Wäre schön. Vielleicht schreibt ihr noch einen Kommentar und das wäre mega fett von euch. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann klickt auf den Abonnieren-Button, damit ihr mehr von mir sehen könnt, wenn es euch gefallen hat. Bäm. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.